Ja, heute sind wir mal nicht auf Zoom, ihr Lieben. Heute bin ich direkt bei einem Arzt vor Ort und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt auf meinen YouTube-Kanal und auf meinem Podcast Club mit dem Talk. Für die, die natürlich den Podcast hören, ist ein bisschen blöd, weil ihr seht es jetzt nicht. Ihr könnt aber gerne bei YouTube einmal reinschauen. Ich bin beim Dr. Linde in Zürich heute zu Gast und werde ein kleines Interview mit ihm führen. Über seine Arbeit, über das, was er tut tagtäglich für uns Betroffene. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf, lieber Dr. Linde. Und ich freue mich, dass ich hier Auskunft geben darf. Und ich bin tatsächlich heute das erste Mal ein bisschen aufgeregt und habe mir, wie ihr vielleicht sehen könnt, einen kleinen Leitfaden zurechtgelegt. Das gab es bisher eigentlich auch noch nie. Aber ich würde einfach mal bitten Sie, dass Sie sich einmal kurz vorstellen, warum machen Sie das, was Sie hier tun? Wie lange machen Sie das schon? Was hat Sie dazu bewogen? Ich bin seit 25 Jahren eigentlich beruflich tätig und habe mich auf die Venen spezialisiert. Und dann hat man natürlich immer wieder das Problem mit einer Bindegewebeschwäche. Und dann kamen auch irgendwann die ersten Patientinnen zu mir mit unförmigen Beinen. Ja? Und dann am Anfang kannte ich mich auch nicht aus. Dann hat man gesagt, ja, abnehmen und mehr rennen. Aber das hat auch nicht wirklich was gebracht und dann habe ich einfach dazugelernt, dass man da wirklich helfen könnte, indem man das Fettgewebe absaugt. Also nebst natürlich der konservativen Behandlungsmethoden, die ich als Phlebologe ja sowieso sozusagen drauf habe, wie Kompressionstherapie, Lymphdrainage und so. Ja, und da haben Sie jetzt quasi mehrere Bereiche, die Sie abdecken, unter anderem das Lymphödem, wo Sie sich drauf spezialisiert haben, aber Sie machen auch andere Operationen, wenn ich es richtig sehe. Ganz genau. Ich mache auch andere. Ich mache Fettabsaugung am ganzen Körper, aber eigentlich seit vielen, vielen Jahren spezialisiert aufs Lymphödem. Und wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, Mensch, eben, ich habe das Problem, ich habe ein Lymphödem, vielleicht schon diagnostiziert, ich weiß nicht, ob es das auch manchmal gibt, dass jemand kommt und vielleicht noch gar nicht weiß, dass es sowas ist. Wie würde so ein Erstgespräch dann aussehen? Ist das dann so, wie wir jetzt hier sitzen, dass wir miteinander sprechen, dass Sie Dinge von mir erfahren müssen, dass Sie mich auch mal komplett anschauen? Was müsste ich jetzt da so, was erwartet mich dann, wenn ich zu Ihnen komme? Also bei der Lymphödemerkrankung gibt es eigentlich nur eine Zielstellung, also eine Zielsetzung, dass wir die Lebensqualität der Patientin verbessern. Und die Lebensqualität kann sein, dass sie beeinträchtigt wird durch Schmerzen. Kann auch sein, dass es extrem dass man sich so unwohl fühlt in seinem Körper, dass man sozial vereinsamt, dass man die ganze Situation sich verschlechtert. Das kann ein Punkt sein, aber es können auch nur die Schwellungen sein, die einen stören. Und dann geht es eigentlich darum, es kann auch ein Gewichtsproblem sein. Also jeder Patient ist komplex und braucht eigentlich, so sehe ich das, eine individuelle Lösung, die manchmal nur aus konservativen Maßnahmen besteht, manchmal tatsächlich aus einer Gewichtsreduktion, manchmal aus einer Fettabsaugung, manchmal aus allem miteinander. Also individuell geht es mir immer darum, was steht im Vordergrund der Problematik und wie können wir das lösen. Weil natürlich alles Konservative verbessert die Situation, verbessert Schmerzen, aber es ist keine nachhaltige Veränderung der Beinform. Da hilft nur die Liposuktion. Das heißt, die Person kommt dann und dann klären Sie die erstmal auf, was genau. Die Person, genau, also je nachdem, manche Personen kommen, weil sie denken, sie haben ein Venenproblem oder ein Lymphproblem, dann gibt es eine seriöse Untersuchung, dazu gehört der Ultraschall, vor allem der farbkodierte Ultraschall, wo man unter das Fettgewebe genau anschauen kann, man kann auch vor allem die Gefäße anschauen, es geht vor allem dabei darum, dass man eine Venenschwäche ausschließt, die sehr häufig bei Lymphödem-Patienten auch noch vorhanden ist, dann müsste man das zuerst ausschalten, nachher sich ums Lymphödem kümmern. Und also das ist das Wichtigste eigentlich. Und wenn die Diagnostik da ist, ich sage, los, das ist nur dein Fettgewebe, das ist das Problem, was du hast, dann bespreche ich mit den Patientinnen, was man als nächste Schritte machen kann, ob sie, wenn es wirklich starke Schwellungen und Schmerzen sind, ob es vielleicht ein Kompressionsstrumpf ist, mit dem sie sich anfreunden kann, der ihr hilft, oder in Kombination mit einer Lymphdrainage.
oder ob man eine nachhaltige Behandlung haben möchte. Das muss ich ganz ehrlich sagen, in der Schweiz sind die Patientinnen extrem gut vororientiert. Also eine Patientin, die zu mir kommt, weiß in der Regel schon ziemlich genau, was sie ein Mittel will, weil sie hat im Internet schon ganz, ganz viel gelesen und das hat sie dann schon kanalisiert. Sie sagt, ich will eigentlich das bei Fettabsaugung kommen. Ich habe die Diagnose schon irgendwo bekommen. Und ja, ja. Ja, das wird immer wieder auch, glaube ich, publiziert. Ne? Also auch auf ihrer Homepage steht ja schon sehr, sehr viel geschrieben über Lipödem, was für Möglichkeiten genau. Und so weiter. Ich glaube, das macht auch Sinn, oder? Dass sich die Leute vorher schon ein bisschen schlau machen, sonst sitzt man ja wahrscheinlich noch länger da und versucht nochmal alles zu wiederholen. Also ich finde das auch gar nicht schlecht, wobei man, glaube ich, auch manchmal aufpassen muss, wenn man das Gefühl hat, der Patient weiß mehr wie man selber. Ich weiß nicht, ob das auch schon mal vorkam. Aber ja, ich habe dann kriegt jeder Patient nochmal ein dickes Skript, wo auch nochmal alles drinsteht, weil es auch immer auch Aspekte jetzt auch in der Zusammenarbeit, wo wir jetzt ein bisschen spezialisiert haben aufs Konservative mit Lymphdrainage und sowas, wo wir neue Aspekte finden, wie wir den Patienten noch besser helfen können, zum Beispiel auch Trampolinbehandlung. Also es gibt immer wieder neue Aspekte, die wir in unser Spektrum aufnehmen. Wir sind immer auf der Suche nach der optimalen konservativen Behandlung halt auch, dass man die ausschöpft, bevor man dann vielleicht zur Operation schreitet. Ja. Haben wir ja eigentlich relativ viele Gemeinsamkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade feststellt, aber das Individuelle ist bei mir auch gegeben. Trampolin, Bellycon ist bei mir auch. Ernährung, Diät, gucken, was geht noch auf anderem Wege, bevor man sich in Anführungsstrichen um das Messer legt. Finde ich sehr, sehr gut, weil es gibt ja genug Ärzte, die sagen, ja sofort können Sie da bleiben. Ich hatte vor kurzem tatsächlich ein Telefonat mit einer sehr verzweifelten Dame, die kam zu mir, hat gesagt, Mensch, ich bin gestern beim Arzt raus, der hat gesagt, gehen Sie bitte an die Rezeption und machen Sie sich direkt einen Termin für die erste Liposuktion, bei Ihnen hilft gar nichts. Und die gute Dame hatte irgendwie 120 Kilo, also ich denke schon, dass das nicht alles Lipödem ist. Und die war total verzweifelt, hat dann gegoogelt, ist dann auf mich gestoßen und jetzt arbeiten wir quasi zusammen und versuchen, das Gewicht so weit es geht zu reduzieren, um dann zu sehen, ob sie überhaupt dann noch eine Liposuktion möchte oder ob sie vielleicht dann schon zufrieden ist. Und das finde ich eigentlich total schön, dass man nicht gleich hergeht und die eine Variante wählt. Weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie Sie es auch schon gesagt haben, je nach Patient und es ist so, ganz speziell bei Lipödem ist auch ganz wichtig, dort ist es eben so, dass es ja unförmige Beulen an den Beinen gibt. Und ab 100 Kilo, vor allem zunehmend, passiert häufig Folgendes, dass eben auch die Beulen an der Innenseite der Beine sind, ja? Sodass der Patient oder die Patientin kaum noch richtig laufen kann, sondern sie ist gezwungen, mit so quasi in so einem halben Spagat zu laufen. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass bestimmte Muskeln völlig überanstrengt werden. Und das führt dann meistens auch zu Schmerzen. Und wenn man dann nachher das Fett wegnimmt, dann ist die Beinachse wieder besser, die Beine kommen wieder besser zusammen und damit kann man auch manchmal helfen. Mein Rekord lag bei einer 250 Kilo schweren Patientin, die war 40 und die konnte nur am Rollator laufen, hatte eine junge Tochter und einen Ehemann und wollte einfach nach draußen was machen können noch schlimmer, sie konnte eigentlich nur im Rollstuhl sitzen, weil sie war so gezwungen mit diesen Fettbeulen, dass sie eben so gespreizt gelaufen ist, es tat ihr so weh, das ging gar nicht mehr, mit dem Gewicht. Und dann habe ich, das Problem war eigentlich zwei Beulen am Knie, dann habe ich 3 Liter Fett pro Knie rausgeholt. Also wahnsinnig viel. Was dazu führte, dass sie nachher wieder viel besser laufen konnte, was dazu führte, dass sie nachher mit 2 Gehstöcken laufen konnte, was dazu führte, dass sie wieder irgendwas machen konnte untereinander, oder sie nicht nur immer auf den Rollstuhl gezogen. Also es gibt eine riesen Facette. Jeder Patient oder jede Patientin braucht eigentlich, wie gesagt, ihre individuelle Behandlung. Ja. Und gibt es irgendwas, wo Sie sagen, wenn jetzt jemand sich erkundigt über Ärzte, es gibt ja so viele mittlerweile, die das anbieten, worauf man als Patient oder worauf würden Sie achten, wenn Sie sagen, ich möchte zu einem seriösen Arzt, der nicht gleich sagt, so sofort in die OP, sondern wir schauen mal, was gibt es für Möglichkeiten. Gibt es irgendwelche Dinge, worauf jetzt jemand achten könnte, wo Sie sagen, das macht den Arzt doch aus, dass es wirklich ein guter Arzt ist und nicht gleich
ja, nur eine Methode einschlägt. Ja, also ganz, ganz ehrlich gibt es aus meiner Sicht eigentlich nur zwei Sachen. Das, die echte Qualitätssicherung eines Arztes ist nur eins, Fallzahlen. Ja, ein Arzt, der wahnsinnig viel operiert hat, wenn ich jetzt komme mit meinem Problem, vielleicht habe ich ein Spezialproblem, aber dann hat er das in seiner Vergangenheit sicherlich schon ein paar Mal gehabt, hat das irgendwie gelöst, hat inzwischen eine Lösung, die gut kommt. Mhm. Und also Fallzahl, Fallzahl, Fallzahl ist viel wichtiger als irgendwelche, ganz ehrlich gesagt, Fortbildungen oder irgendwelche Lebensläufe vor 30 Jahren und dass man sich regelmäßig verbildet. Also das betrifft eigentlich jetzt die Qualität des Arztes. Und ansonsten eigentlich nur eines, Bauchgefühl, Bauchgefühl. Dass man merkt ja dann, man merkt ja eigentlich, ob man sich wohlfühlt, ob da eine Vertrauensbasis ist und man das Gefühl hat, ja, ich fühle mich wirklich wohl aufgehoben mit meinen individuellen Bedürfnissen und Ängsten und auch wie der Arzt auf mich zugeht, wie er mich abgeholt hat, dann könnte das eigentlich matchen. Mhm. Okay. Und wenn jetzt so eine Liposuktion stattfindet, wie lang dauert sowas im Schnitt und wie viel kann man so im Durchschnitt rausholen? Man kann unendlich viel rausholen. Es ist eben so, unser Patient, also Patientinnen, die zu uns kommen, haben in der Regel Stadium 1 oder Stadium 2. Mhm. Ja? Und das sind Patientinnen, wo wir, oder ich mache das so, unser Konzept ist ambulant. Mhm. Man geht direkt anschließend nach Hause in einem Dämmerschlaf, sodass man wirklich nichts spürt, aber man ist eigentlich medizinisch gesehen sehr wach. Es ist keine Narkose, also wenn ich fertig bin, kann man gerade aufstehen. Und dann empfehle ich eine Wasserstrahlabsaugung. Und mit der Wasserstrahlabsaugung ist es möglich, einen kompletten Oberschenkel und einen kompletten Unterschenkel jeweils in einer Sitzung abzusaugen. Also den Oberschenkel sauge ich in der Regel in einer Sitzung ab und dann später die Unterschenkel oder je nachdem, was man zuerst wünscht oder nachher in der dritten Sitzung die Oberarme. Das ist damit möglich. Ansonsten bei jetzt sehr, sehr, sehr ausgeprägten Befunden, dort gibt es eine Regel, dass man sagt, wenn man unter 3 bis 5 Liter Fett bei einer Fettabsaugung bleibt, gibt es keine großen nennenswerten Komplikationen. Mehr als 5 Liter würde ich eher unter stationären Bedingungen machen, weil da gibt es teilweise auch Verschiebungen vom Wasserhaushalt. Patienten sollte man wirklich nachher nachsorgen. Aber meine Philosophie ist, dass wir immer unterhalb diesen Mengen bleiben, weil was immer so wieder im Netz auch herumkursiert, sind Fettembolien, dass also Fett bei einer Fettabsaugung ins Blut gelangt und die Lunge verstopft. Aber da gibt es ganz klare Studien, die zeigen, das ist eigentlich nur bei sogenannten Megasuktionen, also 10, 15 Liter eben der Fall. Ja. Und deshalb, wenn ich extreme Befunde habe, dann tun wir auch den Patienten, dann gibt es natürlich vielleicht sogar 2, vielleicht sogar 3 Sitzungen nur für den Oberschenkel. Also eben auch das individuell, die Behandlung immer individuell auf den Patienten zuschneiden, mit der Idee, dass es auf jeden Fall eine Verbesserung gibt und auf keinen Fall nachher irgendwie eine Komplikation oder eine Katastrophe passiert. Ja. Diese Megaliposuktion, davon habe ich auch schon ganz oft gehört und da gehen die Meinungen ja auch ziemlich auseinander. Für welchen Patienten würde sowas Sinn machen oder ist das in Ihren Augen absolut? Ich kenne mich damit nicht aus, ich mache das nicht, deshalb möchte ich gar nichts dazu sagen. Ich gehe davon aus, Ärzte, die das machen, die haben ihre Erfahrungen und werden, ja, ich sage jetzt mal dazu gar nichts. Ich bleibe dabei, was ich mache. Ich möchte auch nicht andere irgendwie Abo teilen und sowas, sondern ja, ich, Dr. Linde, wenn ich meinen Patienten behandelt habe, operiert habe, möchte ich abends ruhig ins Bett gehen und gemütlich schlafen und nicht denken, oh, und lache auf die Nachtschwester an und sagt, wir haben das Problem, die Niere und sowas. Also das brauche ich nicht. Ja, finde ich eigentlich auch sehr gut, weil es gibt eben viele, die denken, ah ja, ich mache nur eine OP, komplette, alles vorne, hinten, wie auch immer, dann ist alles weg, alles raus, aber es ist wahrscheinlich dann auch eine große Belastung für den Körper, für den Kreislauf und dementsprechend auch ein Risiko. Also es gibt Ärzte, die sagen letztendlich, dass die Wundfläche einer Absaugung vergleichbar ist wie die einer Verbrennung. Nur bei einer Verbrennung ist es so, da haben wir keine Schicht obendrauf, da ist das Hauptproblem immer die Infektionen, die nachher kommen. Aber es ist halt doch eine große Wundfläche, die nachher heilen muss. Und man muss es auch individuell mit dem Patienten anschauen. So wie wir das machen, wie ich das mache, mit diesen meistens eine Sitzung Oberschenkel beidseits, eine Sitzung Unterschenkel beidseits,
ist es eigentlich so, was hier, ich muss ja wieder auf die Schweiz aber zurückkommen, hier fast alle Patientinnen arbeiten 2 Tage später wieder. Mhm. Ja, also die haben keine Ausfallzeit, weil sie wollen das gar nicht. Mhm. Die kommen an einem Donnerstag, vielleicht am Nachmittag, dann bleiben sie am Freitag zu Hause und am Montag sitzen sie wieder am Arbeitsplatz. Ja? Und das ist eigentlich so, was die meisten Patienten, ja, das wollen die Patienten auch so. Und aber nochmal, es hat auch mit den, also ich habe jetzt diese Riesenbefunde, vielleicht 150 Kilo Patientinnen mit riesen ausgeprägten Befunden, die habe ich nicht. Da müssen wir natürlich eine andere Strategie fahren. Aber ganz ehrlich gesagt, die behandle ich auch wirklich ungern. Also eigentlich bei uns 120 Kilo ist das absolute Maximum. Ansonsten sage ich, bitte nimm erst ab, weil auch das Risiko natürlich Herz-Kreislauf-Infektionen mit zunehmendem Gewicht ansteigt ohne Ende. Ja, ja. Also das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund der Frauen, die zu mir kommen, die dann sagen, eine Liposuktion steht irgendwann im Raum, dass man wirklich erstmal guckt, was kann man selber abnehmen. Also ich wäre auf die Idee niemals gekommen, ich hatte selber 110 Kilo und natürlich macht man sich über sämtliche Operationen, sei es Magen-OP, sei es Fettabsaugung und sonst was, ne? Man macht sich Gedanken, als Frau hat man immer so ein Schönheitsideal im Kopf und natürlich ist vieles einfach Blödsinn und ich habe es auch geschafft, über 30 Kilo abzunehmen. Das Lipidem ist nicht weg, ja, aber es hat. That's the point. Es ist ganz wichtig. Das Problem, der Frust der Lipidem-Frauen ist ja, deshalb haben wir auch meistens Gewichtsprobleme. Der Frust ist, irgendwann stellt man fest, da ist irgendwas unförmig. Irgendwas passt nicht zum Körper. Und dann denkt man, aha, ich muss abnehmen. Vielleicht geht man sogar noch zum Hausarzt, was auch immer. Und dann denkt man, ich muss ja abnehmen. Dann macht man irgendwelche Crash-Diäten und nimmt oben ab. Alles sieht man aus wie ein Gerippe, aber die Beine werden gar nicht viel dünner. Ich rede zwar speziell von den Beinen oder auch Oberarme. Ja. Und dann ist man frustriert und bricht das ab. Und dann kommt der Jojo-Effekt. Der Körper denkt, oh Gott, ich kriege nichts mehr zu essen. Und dann kommt aber wieder normales Essen. Also wird jede Kalorie eingelagert. Mit dem Ergebnis, man wiegt am Ende des Tages 6 Kilo mehr oder 10 Kilo mehr. Und so, und dann irgendwann löscht es einem wieder ab, wie man in der Schweiz so schön sagt. Also man ist wieder frustriert und motiviert sich wieder, nimmt wieder ab, hat denselben Effekt. Und so gibt es einen Schaukeleffekt. Und mit jeder Diät wird man dicker und dicker, weil eigentlich das, was man erreichen wollte, nie erreicht wird und auch nie erreicht werden kann. Das ist bekannt. Also deshalb sage ich, jeder Lipidem-Patient als allererstes Mal, hör zu, du bist, wie du bist. Du kannst nichts dafür. Ich helfe dir gerne, wie gesagt, wieder die Lebensqualität zu verbessern. Aber die Idee, die viele so hören, nimm ab und geh rennen, dann bist du schlank. Das kann man vergessen. Ja. Das ist ganz interessant, weil eben eine meiner Kundinnen auch immer sagt, früher hat sie entweder Diät gemacht oder gelebt. Und seit wir jetzt eben zusammenarbeiten, kann sie beides. Super. Also, sie hat auch wieder mehr Freude an Bewegung, weil einfach erstmal das viele Übergewicht langsam weniger wird. Und sie sagt auch ganz klar, sie schaut jetzt einfach mal, wie weit es geht. Und dann kann sie sich nochmal Gedanken machen, ob eine Liposuktion für sie in Frage kommt oder nicht. Also man muss natürlich auch ganz klar unterscheiden. Das eine ist jetzt wirklich Schmerzen. Das sind wirklich Schmerzen. Und nachher sagt man die Patienten ab, sie sind schmerzfrei. Und das andere ist die Ästhetik. Und die Ästhetik, dort ist es so, dass in der Regel vor allem am Oberschenkeln dort halt Beulen sind, die halt stören. Und dann in einer ersten Sitzung kann man den Patienten entbeulen, was dann dazu führt, dass die sich in ihrem Körper viel besser fühlt, viel besser fühlt. Und das bedeutet dann nachher, dass sie sich mehr bewegt wieder, ja, dass sie wieder auch ja, mit Kollegen in den Ausgang geht und einfach sich mehr bewegt. Und das wiederum führt dazu, dass das Gewicht purzelt, obwohl die gar keine Diät macht. Also das erlebe ich immer wieder, dass ich sage, oh, Sie haben auch abgenommen. Ja, Dr. Linde, das stimmt, ich habe auch abgenommen. Aber wissen Sie, ich habe meine Ernährung gar nicht geändert. Aber wenn ich ein bisschen nachhake, ja, man sagt viel mehr morgens Ja zu seinem Körper. Man geht vielleicht dann doch in Badeurlaub, also sonst was, oder schwimmt wieder, geht wieder ins Wasser und schwimmt, wo man sich vorher immer geschämt hat. Und diese Veränderungen führen dann häufig auch zur Gewichtsabnahme. Ja, man baut einfach den eigenen Druck auch ab und die Erwartungen. Das ist so. Und wenn ich jetzt eine Liposuktion hatte und sage, eine reicht nicht oder es ist nochmal ein, zwei fällig, wie auch immer, an den Armen vielleicht auch, wie viel Zeit sollte dann zwischen den Operationen liegen, wenn Sie sagen, bei Ihnen gehen die Leute schon nach 2-3 Tagen wieder zum Arbeiten, kann man dann gleich die Woche drauf sagen, okay, komm, dann machen wir gerade weiter? Oder? Also rein theoretisch, das Bremseproblem der Absaugung ist eigentlich die lokale Anästhesie. Mhm.
die bei dem Absaugen verwendet wird. Und die hat einen Grenzwert. Wenn man die überschreitet, gibt es Probleme vom Herz her. Also darum, es geht eigentlich darum. Und das ist eigentlich nach 24, 48 Stunden wieder vom Körper eliminiert. Mhm. Und rein theoretisch, wir haben manchmal Patienten aus dem Ausland, die wollen nicht lange hier bleiben. Und dort machen wir sogar nach 3 Tagen einen nächsten Eingriff. Aber auch wieder da, in einem Stadium 2, vielleicht bei einer Patientin 70 Kilo, Stadium 2, wo nicht zu viel Fett ist, dann geht das. Und ansonsten empfehle ich den Patienten immer dann, wenn sie sich wieder richtig wohlfühlen, auch man muss ja beim ersten Eingriff sehr, sehr unterschiedlich, wie man den persönlich erträgt oder verträgt, weil es ist ein Unterschied, ob man schon Kinder hatte, dann hat man einen ganz anderen Approach, um an so einen Eingriff zu gehen, oder ob man jetzt noch nie einen Eingriff hatte. Sonst sage ich so 4 Wochen in der Regel. Nach 4 Wochen können wir nächsten Eingriff machen. Ich hatte tatsächlich mal eine Kundin bei mir, die hat sich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Waden absaugen lassen. Das war die erste OP. Und die war tatsächlich 4 Tage später bei mir in den Live-Workouts dabei. Und ich dachte mir, die spinnt. Ja, aber die hat gesagt, es geht alles. Sie kann nicht so gut auf die Knie und wieder hoch. Klar, so hinknien ist ihr noch ein bisschen schwer gefallen. Aber ansonsten, sie hat fast alles mitgemacht. Ich dachte mir, wow, Wahnsinn. Zweite OP war dann nicht mehr so. Oberschenkel war dann schon ein bisschen mehr schmerzhaft. Aber auch eine ganz junge, muss man dazu sagen. Ja, hatte ich auch mal. Und die kam dann nach 4 oder 5 Tagen in High Heels. Und hatte schon eine bessere Silhouette und sagte, schauen Sie doch, ich bin so begeistert. Aber einfach so, grosso modo, ist es eher eine Ausnahme, natürlich eine super positive Ausnahme. Ja. Man muss heute schon damit rechnen, dass man wahrscheinlich ein bisschen Schwellungen hat, dass die ganze Situation ein bisschen geschwollen ist. Ja, ja. Und wie ist das, wenn die Liposuktion gemacht wurde? Man sagt, okay, Schmerzen sind weg, optisch hat sich vielleicht auch noch was getan, die Frau fühlt sich wieder wohl. Bleibt es dann weg oder kann es wiederkommen? Wie ist es mit Kompression? Was haben Sie da für Erfahrungen? Müssen die danach weiter Kompression? Also meine persönliche Philosophie ist, ich komme aus einer Schule, wo wir sehr wenig mit Kompression arbeiten. Aber Kompression, da geht es eigentlich darum, mit der Kompression kann man meiner Ansicht nach überhaupt nicht ein Wiederauftreten oder überhaupt das Lipidem nachhaltig beeinflussen. Ja. Aber beim Kompressionsstrom sage ich immer zum Patienten, du trägst den niemals für mich und du musst ihn auch niemals für irgendeinen Doktor tragen, sondern trag den für dich, wenn du das Gefühl hast am Abend, ey, mir geht es damit besser, ich habe ein bisschen Halt, ich fühle mich einfach besser, wunderbar. Wenn du aber wenn die Rechnung aber für dich ist, den Strumpf anziehen und dann macht er hinten diese Rümpfe immer im Knie, ich muss da und hochziehen und ich schwitze und es juckt und beißt, muss ich ihn wirklich tragen, es bringt mir eigentlich nichts, dann muss man ihn auch nicht tragen. Ja. Ich mache so viele Lipödeme im Laufe meines Lebens. Ich muss zugeben natürlich, dass ich nicht alle Patienten, die ich behandle, wieder sehe. Das heißt, es ist möglich, dass Patienten ein Rezidiv hatten, die dann zu einem anderen Arzt gegangen sind. Die kenne ich nicht, aber ich habe doch sehr viele Patienten, die immer wieder gekommen sind für andere Dinge. Und das ist wirklich so eigentlich, es ist eine nachhaltige Behandlung und eigentlich kommt das Fett nicht mehr. Also ich habe eine einzige Patientin gehabt, die jetzt wirklich schlank und rank war und am Unterschenkel kam das wieder und noch ein drittes Mal, aber das war jetzt was ganz Spezielles, aber ist eher die Ausnahme. Ich kenne auch keinerlei Studien dazu, die da irgendwie dazu Bezug nehmen und das irgendwie untersucht haben. Ja, es ist halt, glaube ich, man ist immer noch nicht so weit, dass man alles weiß. Genau. Die Hauptproblematik eigentlich des Wiederkommens, das sind eigentlich Hosenprobleme. Also jemand hat ein Lipödem und lässt sich absaugen und vielleicht führt das sogar dazu, ich kann eine kleine Hose tragen und alles wunderbar. Und plötzlich passt diese Hose nicht mehr. Der Patient denkt, ja, es ist wieder da, es ist wieder da. In Wirklichkeit hat die Patientin vielleicht 8 Kilo, 10 Kilo zugenommen. Und der Beinmuskel ist natürlich dicker geworden, weil er natürlich jeden Tag 10 Kilo mehr tragen muss. Aus Sicht der Patientin, das Bein ist wieder dick. Ja, aber die Qualität deines Beines ist eine ganz andere. Du hast Muskulatur dazu bekommen, das Fett ist weg. Okay, sehr spannend. Ja, cool. Ich habe alle Fragen gestellt, die für mich wichtig waren. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also wenn ihr einen individuellen Arzt wollt, der euch gut betreut und versorgt, dann kann ich euch den Dr. Linde, glaube ich, sehr ans Herz legen. Was heißt, glaube ich, sage das jetzt einfach mal so, weil ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Ich habe zwar noch keine Untersuchung hinter mir und ich werde wahrscheinlich auch keine Liposuktion machen lassen. Ich stelle es mittlerweile echt so ein bisschen in Anführungsstrichen, weil ich eigentlich noch nichts habe operieren lassen und es auch nicht vorhab. Aber man soll ja nicht, sagt niemals nie, oder? Man weiß es nicht und vielleicht
wage ich den Schritt irgendwann doch noch und dann würde ich aber vielleicht nochmal hierher kommen, wenn ich darf. Das ist doch schön. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt, auch nochmal mit mir zu sprechen über euren individuellen Weg zum Thema Abnehmen oder vielleicht erstmal die Geschichte so zu machen, wie ich die gemacht habe mit dem, ja, mit dem Abnehmen, mit dem Sport und so weiter und so fort. Wenn euch auch das Bellycon interessiert, ich gebe ja auch Jumpingstunden, dann dürft ihr euch jederzeit auch an mich wenden. Ihr wisst, es gibt ein gratis Erstgespräch, ein Kennenlerngespräch. Und wer sich angesprochen fühlt oder wer den Dr. Linde kennenlernen will, der darf sich gerne melden. In diesem Sinne, ich danke Ihnen für die Zeit und für diese offene und für das offene und ehrliche Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute und danke. Für alle Patienten, die zu Ihnen kommen, ebenfalls. Und ja, sehr schön. Danke vielmals, schön, dass Sie da waren.